Hallo miteinander und Grüße aus Tunesien. Ja, diesmal geht es richtig über die Dünen mit meinem fahrenden Hotel. Die größten Dünen hat der Wari gemeistert und ja, ihr könnt jetzt das mit mir zusammen miterleben. Ja, seht selbst am besten. Ab die Post. So, hab Pause gemacht. Der Jeep, der mich überholt hat, der spielt jetzt mein Guide. Nach 2 Kilometern kommen ganz viele Dünen. Da muss ich dann den Reifen runter machen. Das ist ein alter Herr mit seinen Kindern, glaube ich. Ja, er zeigt mir jetzt den Weg, super. Und er fährt mir voraus. Also perfekt. Wobei, es gibt ja Spuren, aber ja. Ein Guide ist immer gut. Ah, das ist eine lange, große Düne und da geht es zwischendurch. Da vorne fangen dann die Dünen an. Ja, die werden immer größer. He? Das war der Hammer, ey. Große Dünen, ey. Und ich bin durchgekommen. Das war echt der Hammer. Ey. Ja, jetzt bin ich die falsche Spur. Ja, sogar die schaffte Wario. Das ist ja, völlig neue Erfahrung für mich. Solch große Dünen, aber es geht wunderbar. Ich hoffe, die andere Kamera nimmt auch auf. Okay, ohne stecken bleiben. Wunderbar, Mann. Ich habe so Freude. Das ist ja Wahnsinn. Das Ding macht es wieder. Das war jetzt echt der Hammer. 2 Meter Dünen und es ging wirklich super. Das Problem war höchstens, wenn die Kurve zu eng war, dann einmal musste ich zurücksetzen. Aber auch das ging. Ja, ich bin extrem zufrieden, obwohl meine Bodenfreiheit in der Mitte nicht die beste ist. Aber es ging trotzdem, er blieb nie hängen. Ja, und jetzt kommt wieder Piste. Jetzt gehe ich mit dem Reifendruck natürlich höher und mit dem System geht es echt viel einfacher. Dauert zum Beispiel, ich gehe so ungefähr auf 3 Bar. Ja, das hat es schon. Ja. So, jetzt ist wieder alles so Piste. Sand ist eigentlich schöner zum Fahren, muss ich zugeben, solange man nicht stecken bleibt. Und bis jetzt bin ich echt noch nie stecken geblieben. Im Gegensatz zum letzten Vario war das ein riesen Unterschied jetzt.
schön weit. Aber alles Piste. So, jetzt geht es wieder ein bisschen los mit Dünen. Übrigens, über die großen Dünen bin ich im ersten Gang. Da muss ich sowieso langsam, jetzt bin ich im dritten. Vorher konnte ich sogar eine Weile im vierten fahren. Und kann sein, dass ich jetzt in den zweiten muss. Hier müsste ich im zweiten, aber jetzt ist es zu spät. Ja, zu spät. Hä? Filmen und schalten geht nicht. Aber man merkt einfach einen riesen Unterschied. Da wäre ich jetzt stecken geblieben mit dem alten Fahrzeug. Und bei dem kann ich sogar im Sand anhalten. Tipptopp. Ja, noch so weit bis da hinten. Irgendwo da hinten ist dann Xagilan. Ja, das sind extreme Distanzen eigentlich. Musste ich sogar noch bremsen. Also der Vario kann viel mehr wie der letzte. Hat größere Räder und 4x4. Das merkt man extrem. So, 20 Kilometer nach diesen Dünen. Ich glaube, da hinten nach diesem Hügel ist dann Xagilan. Da kommt noch ein Stück Sandstrecke, aber nicht mehr so große Dünen. So, jetzt bin ich dann oben. Jetzt sieht man Xagilan da hinten. Noch ein paar Kilometer. Aber ich mache mal eine Pause. So, Pause. Da unten ist Xagilan. Es gibt da zwei Pisten. Eine führt da durch und die andere ist mehr links. Jetzt muss ich schnell schauen. Die haben vermutlich einen Tourguide gebucht. Acht Stück. So, ich habe gewendet. Wir müssen die andere Piste nehmen. Sperre auch. So. Also geht gut. Sperre wieder raus. Da seht ihr auch das Fort, von den Franzosen erbaut. So, jetzt von Anfang an den richtigen Gang rein. Ich habe die Sperre nicht drin gehabt, das war ein Fehler.
hole ich jetzt nach, nochmal zurück. So, rückgesetzt habe ich ihn jetzt vorwärts. Ah, da geht nicht. So, ich fahre alles nochmal zurück. Ein Reifendruck ist natürlich nicht der optimale. Aber ich versuche es jetzt mit Sperren. Diesmal. So, auf ein neues. Im zweiten Gang diesmal die Sperren drin. Mit schlechtem Reifendruck. Wahnsinn! Ja, es ging. Ja, der Reifendruck ist falsch. Eindeutig. Es ging gerade so, aber es war nicht optimal. Also der Reifendruck macht viel aus. Vielleicht muss ich den dann noch. Gut, es ging auch hoch. Vielleicht muss ich den dann noch runter machen. Da fahren wir jetzt hin. So, diesmal habe ich die Sperre drin. Also geht also viel, viel schlimmer mit hohem Reifendruck. So, jetzt gehen wir das Ford angucken. Aha, könnte ich mal testen, ob ich hochkomme. Ich denke schon. Aber für die Reifen schlecht. So, hier ist das Atri, der Eingang. Ja, viel ist nicht mehr da. He? Gebaut haben es. Ja, nicht die Franzosen. Vermutlich die Tuneser, die Sklaven. Ja. So, und jetzt kommt das Beste. Das Beste immer zum Schluss. Das hier. Ah, ist das geil. Xargilan. Ich habe es fast geschafft, noch ein bisschen Sand, Reifendruck kommt jetzt aber runter. Das hat mich jetzt die Erfahrung gelernt. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Wunderschön. Ja, das Ford noch von oben. Waren wir hier jetzt auch. So, jetzt geht es zurück nach... Also auf die Piste und dann nach Xargilan und ich habe den Reifendruck runter gemacht auf 2,3, 2,4 diesmal, nicht ganz so weit. Aber die Dünen sind glaube ich nicht mehr so groß. So. Ja, hier ist Betrieb, da vermieten sie Squad, machen Touren. Jetzt ein bisschen mehr auf die Seite gehen können. Oh, ich habe die Sperren reingemacht. Wenn man anhält, ihr seht gleich, man sackt gerade ab. Thank you.
Ach, das macht Spaß. Das macht Spaß. Genau wegen dem habe ich jetzt einen 4x4 Hützer Radstand. Also, noch ein Tipp, wenn man über Dünen fährt, immer möglichst geradeaus Lenkrad vorher lenken, auf der Düne ja nicht lenken, also wenn es hoch geht, sonst schiebt ihr das Fahrzeug nach vorn, kann ich gleich sagen. So, die letzte Steigung, nachher geht es runter. Das macht Spaß. Piste und dann kommt wieder Sand, so viel ich weiß. So, jetzt seid ihr wieder dabei. Zurücksetzen. So, und weiter geht's. Ich habe ein bisschen zurückgesetzt. Also die Dünen sind nicht so groß wie die eine, aber da konnte ich halt nicht filmen. Ich hoffe, ich habe es auf der Dashcam. Oder nicht? Also die ist auf jeden Fall auch befahrbar. Ja, ist
ist natürlich alles einfacher, wenn eine Piste vorgegeben ist. Dann ist die fahrbar. Wenn du die Piste selber suchen musst, dann habe ich das falsche Fahrzeug. Ja, das ist verdammt schwierig. Weil plötzlich bist du vor einem Teil, das eben weich ist. Ich weiß noch, mit dem anderen Wagen bin ich auch da reingefahren, ging auch ein Stück. Und dann irgendwann habe ich dann aber gewendet. Wollte nur mal ausprobieren. Und da musste ich natürlich mit Sandblechen und Hubstützen. Und bis jetzt echt im Fall nie stecken geblieben. Wahnsinn. Geschafft, ohne stecken zu bleiben, mit zweimal wenden. Ich musste ja da völlig an die andere Seite hin. Jetzt haben sie eine Straße gemacht. Wahnsinn. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich mich hinstelle. So, kaum stelle ich das Ding ab, da ein bisschen auf seitwärts, kommt schon die Garde National. Er war sehr freundlich und dann kommt noch sein Chef und hat mir Hallo gesagt und ich konnte den Pass musste ich zeigen und da hat er ein Foto gemacht. Das war's. Jetzt suche ich mir einen Platz, aber da geht nicht. So, das war es wieder. Im nächsten Video geht's dann das Leben in Xargilan. Ja, schön wart ihr dabei und bis zum nächsten Mal. Daumen hoch. Tschüss.